immer die Creeper-Löcher hier. Du hast das Leben gerettet, du blöder Pinguin. Sei mir dankbar. Dankbarkeit. Nicht? Okay, ich töte dich. So. Scheiße. Scheiße. Nochmal Scheiße. Diese Schaufel ist viel zu schnell. Nein, scheiß die Wand an, Alien. Eisen gefunden. Hä, ist weg. Wo ist das Vieh? Da. Die spawnen manchmal. Hab ich auch schon festgestellt. Ich will's töten. Jawohl, ich hab's getötet. Das war voll einfach. Das ist schön. Das ist übel einfach. Wunderschön. Und ja, ich habe ein Red-Meteor-Game gekriegt. Oh, guck mal. Ich weiß nicht, was man damit machen kann, aber es hört sich gut an. Naja, daraus kann man Waffen bauen. Das hört sich doch ganz gut an. So. Was könnte man denn nochmal erzählen? Ich habe demnächst vor, vielleicht so Videos zu machen. Ja, machen sowieso. Also nach den Drum-Covern. Aber ich will auch nicht, dass das irgendwie zu viel wird. Und weil ich muss auch genauso gut noch darauf achten, dass ich jetzt meinen Abschluss hinkriege und alles. Den Abschluss deswegen kriegst du auf jeden Fall. Ja, ja, aber auch also mit so viel, Abi weiterhin. Schlechter kannst du nicht werden. Also jetzt nicht negativ, aber selbst wenn er schlechter werden würde, würde er trotzdem noch einen guten Abschluss kriegen. Das stimmt. Ich brauche mir gar keine Mühe mehr zu geben. Doch, eigentlich schon. Früher, vielleicht schaffst du einen Kufermerk. Ja, sicher. Ich brauche keinen Kufermerk. Eben. Das ist ich ja will auch keinen haben. Ja, doch, macht schon Sinn. Ich brauche keinen. Du kannst damit angeben. Ja, toll, wir haben Kufermerk. Ich hab einen Kufermerk, glaub mich lieb. Ich hab einen Kufermerk, was ist das? Bewohner mit Eiern bewerfen, wo sind die Dinger? So. Nee. Also wir schmücken hier die Monster voll auch relativ aus. Ich mach das jetzt komplett aus Cobblestone. Ich baue ja auch den normalen Stein zu Cobblestone um. Stein. Spitze Steine. Cobblestone. Cobblestone. Der Kampfklotz. Ach ja, liebe Zuschauer, kennt ihr eigentlich schon einen Feiertag, den ihr euch unbedingt im Kalender anstreichen müsst? Nein. Er ist am 9.7. und ist Weihnachten. Auch genannt der Tag Mannes. Der Tag Mannes? Hä? Der Tag des Mannes. Ja, das hat Deepspeak mich gerade ein bisschen verschluckt, beziehungsweise sein Internet. Und da gibt's Weihnachtsbäume und Weihnachtslieder. Kleiner Hinweis, ihr Kinderlein, Comment ist kein Weihnachtslied, außer vielleicht in einem österreichischen Keller. Der war richtig makaber. Und ja, das ist einfach ein Tag, an dem die Männlichkeit zelebriert wird. Das soll nur auf Missstände in unserer Gesellschaft hinweisen. Ja. Was denn? Es klang schlau, war aber dämlich. Ja, sicher. Also an Vatertag kann man... Doch, warte mal, Vatertag meinst du jetzt, oder was? Nein, du meinst, das ist Weihnachten. Was ist das? Hab ich doch gerade erklärt. Ja, ich höre dir nicht zu. Erklär nochmal, dann geh dir nochmal nicht zu. Ach nee, dann muss ich mir die Aufnahme angucken. Nein, also was ich von der Aufnahme immer mitkriege, 100% wirklich immer, ist Anfang und Ende, weil da habe ich was zu schneiden. Und bei PvP-Runden habe ich vor, demnächst auch so einen Counter mit einzublenden, wenn es funktioniert, wie oft einer denn gekillt wurde, beziehungsweise irgendwelche anderen Counter. Und dann müsst ihr mir auch mal das Video komplett angucken.
Was für ein Kram. Und fürs Thumbnail machen. Das ist auch, da gucke ich auch dann natürlich zwischendurch auch alles mittendrin. Allerdings weiß es nur videomäßig. Weil irgendwie muss ja auch das Hintergrundbild kommen. Beziehungsweise viele Projekte von uns haben ja noch gar kein eigenes Thumbnail. Beziehungsweise nur, also Thumbnails haben sie alle, außer Kevins Videos. Und ja, und deine stimmt. Echt stimmt. Und irgendwo muss das Bild ja auch daherkommen. Und halt diese paar Videos, die zwar ein Thumbnail haben, aber keinen wirklichen Hintergrund, wo ich halt diesen Hintergrund einfarbig gemacht habe. Beziehungsweise halt natürlich hier mit Game-Logo und allem, aber halt nicht, ja, so. Ja, halt so, ne, weißt du? So, wie heißt das? Die habe ich einfach einheitlich gemacht, nur halt die Zahlen geändert. Und das sollte bald, denke ich mal, wenn die Projekte, also die werden weiterhin wahrscheinlich so laufen, aber irgendwann werde ich, denke ich mal, sagen, dass ich die, also die nächsten Projekte werden alle mit richtigen Thumbnails kommen, weil das ist wirklich ein bisschen essentiell für gute Videos, finde ich. Findest du das auch, oder meinst du, wir sollen keine Thumbnails mehr machen? Nein, es ist auf jeden Fall ein Zeichen der Professionalität. Gut, dann machst du die. Nein. Habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht, warum du lachst. So. Alles, was mit Arbeit zu tun hat. Mädels, ihr werdet im Video sehen, wie sehr ich mich wirklich in Schnitt und Bearbeitung reinigen kann. Ja, Schnitt und Bearbeitung ist ja lustig, nur Thumbnails machen hasse ich wie best. Wobei lustig ist relativ, ne? Ja, schneiden macht, also mir macht Spaß inzwischen. Meine Zeit lang, dann war ich auch ein bisschen Schneidemuffel, also Dings vorgeschnitten und halt immer das Gleiche und so weiter. Aber jetzt versuche ich so ein bisschen mehr Individualität in den Schnitt zu bringen. Was mir auch überhaupt nicht gelingt. War in den Keller. Ja, aus dem Aldi neuen geholt. Was ist dein Lieblings-Eistee? Boah, hab ich gar nicht. Hab ich echt nicht. Hast du echt nicht? Ich sauf eigentlich alles, wo Eistee draufsteht. Mir ist das voll egal. Nee, der holländische, der geht gar nicht. Das ist Zucker und irgendwas. Ja, okay, das stimmt. Das irgendwas. Ist einfach nur Wasser. Nee, nicht Wasser, das ist Zucker. Entweder und ist es nur Zucker oder ist es nur Wasser. Ja, genau. So kannst du es auch sagen. Also die Holländer machen nicht viel mit Zucker. Also doch eigentlich schon, aber sie können auch was ohne Zucker machen. Das ist damit Süßstoff. Boah, das ist noch schlimmer. Also wenn du in Holland irgendwo liest, Sugar-Free, nicht kaufen. Und besser gesagt, nicht glauben, kaufen kannst du es trotzdem. Ja, also glauben fressen, kannst du dann, wie gesagt. Rumhinkt. Ja, nee. Wasser Passanten anknabbern, das mögen die ja nicht so. Und Wasser schmeckt da scheiße. Das stimmt, ich habe sogar gerade eins neben mir stehen. Und andere deutsche Wasser. Kannst ja auch mal 2-3 Tage stehen lassen, schmeckt immer noch gleich. Aber man hat irgendwie das Gefühl, bei holländischem Wasser, du lässt das einen Tag stehen, ne? Mhm. Dann kommt da so ein kleiner Troll rein, zieht das einmal durch die Kanalisation und stellt erst dann wieder dahin. Ja, das nennt sich Chlor. Das schmeckt nach einem oder Tag nicht. So brutal scheiße. Ja, kennen wir. Scheiße. Wir müssen noch 10 Minuten dranhängen, weil dann haben wir nämlich 2 Folgen, weil wir haben nämlich wieder nicht auf den Timer geguckt. Ich habe auch mit einmal geguckt. Ja, schön. Dachte, dann machen wir 2 Folgen am durchgehen Stück. Durchgehend aufnehmen lassen. Ja, das entscheide ich dann also immer, wenn es zu spät ist. Ich muss mal eben kurz meinen Eistee holen. So, Moment. Wow. Was ist denn das gerade für eine Pisse hier? Weiß ich nicht. Gute Güssig. Nee, ich mache den am liebsten von Trader Jones aus, Joe's aus dem Aldi. Ja, aber das hier ist jetzt Edeka.
Super geil. Warte mal. Super geil. Wie geht das? Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Das frage ich mich, glaube ich, gerade mal eher. Okay, dann reden wir mal ein bisschen über unsere Vorlieben. Dein Lieblingskäse. Mein Lieblingskäse ist Mittelalter Gouda. Bah! Okay. Meiner ist junger Gouda. Ah, oh, den finde ich gerne, geht gerne, der ist so labberig. Ja, stimmt. Aber egal. Dein Lieblingsschinken. Dieser gekochte Schinken aus dem Aldi. Super. Meiner ist so ein richtig schöner spanischer Serrano. Der schmeckt vom richtigen Bein. Wenn man, manchmal kann man ja bei Kaufland, Lidl, Aldi, was auch immer, kannst ja mal so einen ganzen Serrano auf dem Klotz kaufen. So ein ganzes Schweinebein. Das ist geil. Das schmeckt richtig nach Fleisch. Das brauchst du nicht mal würzen. Das schmeckt einfach geil, das Geräucherte. Gut. Was ist dein Lieblings... keine Ahnung, Backstein. Ja, hier der B12 von Marmorwerke Helwig. Na, der ist gut, den mache ich auch ganz gerne. Ja, der ist schön. Der, ja. Der macht schön dein die Zähne Liebling kaputt. Der knirscht so gut zwischen den Zähnen. Alter. Ich weiß, wie ich die Folge nenne. Von Serrano zu Schinken und Backsteinen. Nee. Was suche ich jetzt eigentlich? Dein Lieblings-Energy-Drink. Red Bull. Ja, keine Schleichwerbung rein, aber egal. Eben. Ha, wenn wir dafür bezahlt werden, wäre Schleichwerbung. Genau. Deswegen muss man da auch immer anklicken, bezahlte Produktplatzierung oder irgendwie sowas. Ja. Und das haben wir ja nicht, weil wir kriegen ja kein Geld. Wir sind ja unfame. Genau, wir sind einfach nur Leute, die sich über Dinge unterhalten. Genau. Ich finde. Mein Lieblings-Energy-Drink ist übrigens Billy Boy. Oder, ja, Billy Boy gibt's wirklich. Der schmeckt besser als Monster. Ja. Oder halt das grüne Monster. Also, wenn mir irgendeiner eine Freude machen will, schenkt mir eine Dose Monster. An das Postfach, was wir nicht preisgeben. Wir haben ja niemand Postfach. Eben. Wir haben eine Adresse, aber kein Postfach. Genau. Dein Lieblingsbier? Krombacher. Bestimmte Sorte? Normal. Pilz. Krombacher Pilz. Ja, damit kann ich mich anfreuen. War auch mal zur... Es gibt auch noch inzwischen andere. Das schmeckt auch wunderbar. Von kenne ich gerade nicht. Nee, da gibt's hier in unserem Kaff, hier in der, im... Ja. Das Bett brennt. In unserem Restaurant in, Ja, wie heißt das denn? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Ist auf jeden Fall ein neues Bier, das kommt irgendwie bei uns überall in Kneipen und Dings, das schmeckt auch wunderbar. Okay. Das ist nicht ganz so herb, aber schmeckt trotzdem ganz gut. Das ist toll. Ja, bei mir ist es Krombacher, klar. Krombacher, Pilz oder Radler, für dich. Ich habe auch mal Krombacher mit Monster getrunken, das war ultimate geil. Wenn ich mir überlege, auf dem 16. Hast du da gesagt? Das war diese Holländer-Pisse. Das war Oettinger. Das war scheiß Bier und scheiß Energy-Drink. Bah! Justus, ich hab was für dich. Ich hab einen Lolli für dich. Oh, toll. Kann ich damit irgendwas anfangen? Ja, kannst du. Versuch das mal. Ist gerade mal aus Spaß gecraftet. Wo bist du? Wo bist du eigentlich? Ich war gerade hinter dir. Ach so, hier draußen. Ja, musst du nach draußen kommen. Ja. Warte, da hast du einen Lolli. Dein Lieblings... Kannst du fressen. Was habe ich denn jetzt?
Speed und Strength. Wow. Was können wir denn noch machen? Dein Lieblings... Deine Lieblingspizzasorte. Tiefkühlpizzasorte. Da gibt's nur eine. Also, absolut eine. Ja. Die heißt... Oh, wie heißt sie doch? Big Pizza, von wem ist... Wagner. Ich höre dich gerade mal nicht, dein Internet spackt. Jetzt geht's wieder. Die Big Pizza ist von Wagner, wo? Ja, ja. Sagt er gerade. Ja, okay. Dann ist es die. Ja, und davon gibt's Hawaii. Viele Sorten. Bäh. Entweder Hawaii oder dieses Sweet Chicken oder wie das heißt. Boah. Aber eigentlich generell Pizza Hawaii. Immer. Das geht gar nicht, finde ich. Das am besten schmeckt immer noch die Big Pizza Texas. Und hier diese... Ja, die geht auch. Diese, die kann ich auch den ganzen Tag fressen, die kann ich auch frühstücken. Nee, frühstücken nicht, aber Abendessen und Mittagessen und zwischendurch essen, falsche Truhe. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Da ist auch wieder so ein Phänomen, ich will gehe hier in den Keller, will irgendwas machen und am Ende läuft es auf irgendwelchen Lollis drauf hin. So. Also, ich wollte, glaube ich, als erstes mal Holz für eine Crafting Bench mitnehmen. Oder eine Crafting Bench, das geht natürlich was haben auch. Wir denn noch? So, dann wollte ich Stein mitnehmen für so Slabs und so was. Genau. Prost. So, dann wollte ich noch Eisen... Wir können auch 10.000 Lollis machen, ne? Weil wir so viele Zuckerrohr haben. Eisen mitnehmen und Kisten bräuchte ich. Haben wir keine normalen Kisten mehr? Ist doch kacke. Okay. Dann nicht mehr vernünftig mehr Holz. Scheiße, ey. So, Kiste. Deine Lieblings-Fastfood-Kette. Oh, nee, das ist blöd. Burger King. Ja. Dieter. Dieter. Nee, nicht Dieter. Dieter ist nicht meine Lieblings-Fastfood-Kette. Dein Lieblings... Ah, jetzt hab ich was. Jetzt hab ich was. Dein Lieblings-YouTuber. Mein Lieblings-YouTuber. Ja. Was gucke ich denn am meisten im Moment? Ja, eigentlich Zander. So. Zander. Ja. Zander. Zander. Zander! Ah. Okay, ich kann es mir nicht verkneifen. Noch Eisen. Mein kann ich irgendwie gerade auch nicht sagen. Also. Hast du die? Ich guck immer so quer durch den Karten, aber momentan komme ich ganz gut klar mit dem guten alten Shuffle. Ja, das ist schön. Das interessiert mich jetzt auch, also... Was ist deine Lieblings-binomische Formel? Die erste. Kennst du die auswendig? Boah. A plus... Nee. Alter. A plus A mal B oder so. Weißt du was? Ah. Ich habe auch keine Ahnung. Warte, die fällt mir nur ein. Die fällt mir nur ein. Ja, heute noch oder? Erst übermorgen. Es ist... Ja, jetzt guck das nach im Internet. A plus B in Klammern zum Quadrat. Oder auch A... A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Du hast ganz toll bewiesen, dass du Internet hast. Ja, ne? Hab erst gemerkt. Ja, sicher. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn ich. Ja. Stückchen. Oh, wir hatten noch Hopper. Oh, jetzt habe ich 25 Hopper gemacht. Ich brauche, glaube ich, 4? 5? Irgendwie so. Haben wir nirgendwo mehr Wassereimer? Keine Ahnung, interessiert mich auch ein Scheiß.